Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer freshen neuen Folge Minecraft. Heute mit einer neuen Serie, mit der allerersten Folge und ich erkläre euch jetzt auch mal gleich, worum es geht. Bitte nicht hacken. Okay, mein Freund. Wir befinden uns auf den RandyMC-Server in einer brandneuen Runde Lucky Race. Wir zocken aber heute nicht einfach so Lucky Race. Ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz die neue Map zeigen. Mushroom sind wir hier am Daddeln. Also eine neue Map. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Den Server-IP findet ihr. Cat, what up? Möchtest du rausgelassen werden? Wie ich bereits erwähnt habe, sind wir aber heute nicht da, um eine Runde Lucky Race zu spielen. Wobei der Modus auch ziemlich Spaß macht, finde ich. Also mir zumindest. Nein. Wir sind heute auf einer Mission, nicht einfach um eine fresche Runde Lucky Wars zu spielen, wobei der Modus mir schon ziemlich Spaß macht. Aber Leute, nein. Ihr habt es mir so oft in die Kommentare geschrieben und ich habe es auch sehr oft im Livestream-Chat gelesen. Andere YouTuber werden da sicher einen Teil zu beigetragen haben, denn es gibt diverse Serien, in denen Leute mit dem Game-Mode gewisse Dinge auf Servern anstellen, ja, ein bisschen Spaß haben. Und ihr habt das förmlich gefordert von mir. Ihr habt es sehr oft in die Kommentare geschrieben und deswegen würde ich sagen, Leute, machen wir das einfach mal. Ich weiß nicht wirklich, wie das bei euch ankommt. Ihr hattet zwar schon Bock drauf, aber letztlich muss ich erstmal schauen, ob das wirklich eine Serie wird, ob ihr da Lust drauf habt. Deswegen, Leute, würde ich euch bitten, schaut euch das Video an und wenn ihr sagt, ja, da habe ich schon Bock drauf, mach mal mehr, ballert mal bitte den Like-Button und dann, Leute, würde ich sagen, wir legen mal los. Ich weiß natürlich, das Logo ein Was? Digga, ja, der fliegt erstmal. Kurz, ganz kurz, bevor wir uns um dieses Exemplar kümmern. Ich weiß natürlich, dass Logo ein ähnliches Format hat. Ich habe ihn gefragt, ob das cool ist, wenn ich sowas Ähnliches mache. Und das ist schön, dass du versuchst zu fliegen, du Bitch. Und er meinte, es ist absolut okay für ihn. Und da ihr da wirklich extrem Bock drauf hattet, mache ich jetzt einfach mal einen Versuch. Aber jetzt kümmern wir uns mal um dieses Exemplar hier, Leute. Wie hieß denn der nochmal? Das ist der Jim. Und jetzt müssen wir uns ganz, ganz genau überlegen, was wir machen, Leute. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Ich würde sagen, wir TP'en den einfach ganz kurz, bevor er im Ziel ist. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt das? Zu mir. Ich würde sagen, wir TP'en ihn einfach mal eine Runde. So, mal gucken, ob er gleich was schreibt. Er weiß nicht, dass ich hier drin bin. Ich würde es am liebsten machen, ganz kurz, bevor er am Ziel ist. Wir schauen mal, ob er das Jump'n'Run hier schafft. Ich hoffe es doch. Komm, Digga, Jim, ich glaube an dich. Komm, mach nochmal Fly an. Komm, jawohl, schön von Leiter zu Leiter geflogen, Digga. Richtig nice. Und jetzt komm nochmal zur nächsten Leiter. Oh, den Sprung hat er, glaube ich, sogar ohne Fly gekonnt. Komm, mein Freund. Komm, komm, komm. Jetzt hast du es gleich geschafft. Komm, ich bin bereit. Ich bin bereit. Und haha. Haha. Okay, Leute, ich würde sagen, wir wollen es mal nicht zu weit treiben. Wir bannen den Kollegen jetzt erstmal für Hacking und suchen uns dann ein neues Opfer und versuchen was Neues. Leute, der Klassiker Psycho Girl 02 war gerade mit Fly am Hacken im Jump'n'Run, aber ich konnte das leider nicht schnell genug aufnehmen. Und der Klassiker ist immer, dass Hacker andere Leute als Hacker beleidigen. Das ist immer der Klassiker, Leute. Ihr werdet das gleich sehen. Mal gucken, ob sie was drin hat. Das ist ein klassischer Fall von No Knockback, würde ich sagen. Leute, ich hab eine Idee, was wir machen. Ich habe eine Idee. Ich muss erst hier hochfliegen, Leute. Wir müssen natürlich auch ein bisschen unauffällig machen. Wir gehen jetzt mal in den Game Mode 1. So. Und dann nehmen wir uns hier mal, würde ich sagen, ein Dia-Schwert und eine Dia-Rüstung und einen Stärketrank. Hier Stärke 2, 6 Minuten, Leute. Das ziehen wir uns alles mal an. So, Psycho Girl. Hallo. Na, wie geht's dir, meine Liebe? Ja, da guckst du doof, ne? Ich bin übrigens genickt. Also, sie weiß nicht, dass ich sie töte, sondern für sie tötet sie jetzt sozusagen ein Premium-Mitglied. So, Psycho Girl. Hier bist du nochmal, ne? Pass mal auf, Psycho Girl. Ich flieg dir hinterher. Weg mit dir, Psycho Girl. Du tötest ja niemanden, du hackende Bitch. Boom. Jo, hallo. Der schreibt einfach LOL und läuft weiter. Ja, what? Ja, du wirst einfach mal gebastet, ey, du dumme Hacker. Aber wir wollen natürlich hier ihr keinen Spaß lassen. Du hast nur Knockback, du darfst dich gar nicht beschweren hier. Und Psycho Girl, die hat ja immer noch... Hä? Ach so, ihr werden die Leben nicht abgezogen, weil ich sie töte und weil ich nicht zum Spiel gehöre. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Okay, Leute, genug Spaß gehabt mit Psycho Girl. Mit dem nur Knockback Girl, würde man wohl eher sagen. Und ich würde sagen, ein ganz gediegenes Enjoy. Dieser Experte soll wohl mit... Alles klar. Bei dir läuft auch. Bei dir läuft auch. Okay, wir müssen uns jetzt genau überlegen, was wir mit dem Boy machen. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal in den Game Mode 1. Ich mache mal hier eine Überraschung für ihn, damit er es nicht sofort sieht. Nein, man kann keine Blöcke placen, selbst im Game Mode. Sieht er mich jetzt eigentlich? Oh mein Gott, der schlägt mich mit seiner Kill-Aura. Guckt mal. Das ist die schlechteste Kill-Aura, die ich je gesehen habe.
Das müssten wir eigentlich machen, Leute. Wir müssten ja eigentlich Lohn erschaffen können. Jawohl, Alter, das geht. Haha. Jawohl, mein Freund. Er schreibt Hallo. Oh Mann, Digga. Alter. So viel Spaß, mein Freund, mit deinem Jump'n'Run. Jetzt kannst du mal schauen, ob du mit deinem Fly noch bis zu Ende springen kannst, mein Lieber. Ich hoffe nur, dass die Lohn jetzt nicht auf die andere. Oh, jetzt will er aber richtig upragen mit seinem Fly. Tja, dein ranziger Fly funktioniert aber nicht auf meinem Server, du Bitch. Runter mit dir. Ich würde sagen, wir TP'n ihn einfach nochmal ganz an den Anfang. Nee, das bringt ja nichts, wenn er hier im Checkpoint. Ah, schade. Der denkt sich jetzt nur, what the fuck, man. Okay, Leute, ich würde sagen, wir hatten genug Spaß. Bevor der Typ noch ins Ziel kommt, würde ich sagen, beenden wir hier die Runde für ihn an seiner Stelle. Den Black Monkey HD Enjoy, mein Lieber. Boom. Normalerweise müsste ich jetzt den Tweetator muten, aber naja, da er einen Hacker beleidigt hat, wollen wir da mal nicht so sein, Leute, ne? Okay, wir beobachten ihn jetzt nochmal, um komplett sicher zu sein. Hab dich gerade reported. Nice, Wuggler. So gehört sich das. Leute, das ist nicht legit, Mann. Aber ich will noch einen Kampf sehen. Ich muss hundertprozentig sicher sein, damit ich den hier auch natürlich zurecht banne. Okay, Leute, da haben wir nochmal den Wuggler, den tapferen Krieger. Er gibt alles. Aber der Typ hackt einfach mit No-Knockback und noch mit anderen Hacks. Ja, okay, der hat safe an, Leute, der hat safe an. So, Leute, ich probiere jetzt mal. Ich kenne mich noch gar nicht so gut aus mit den Befehlen. Deswegen muss ich hier kurz mal gucken, ob das geht. Kann ich den denn clearen? Ich habe keine Permissions. Das ist mein Server, man. Okay, Leute. Anderer Plan. Okay, Leute, ich habe leider nicht die Permissions, um so Sachen wie Slash-Effekt oder so hier reinzumachen. Das heißt, Leute, wir müssen den guten alten TP-Trick erst nochmal verwenden. Ich muss mir für die nächste Folge, falls ihr darauf Bock habt, mir mal die Rechte geben lassen, damit ich das Ganze auch hier performen kann, Leute. Aber wir können den natürlich auch ganz einfach so töten hier. Zack. Und jetzt... Nein, jetzt habe ich mich zu ihm TP'd. Okay, Leute, kleiner Fehler an dieser Stelle. Leute, ich bin leider sehr eingeschränkt in meiner Trolling-Qualität. Ich kann keine Monster spawnen. Ich kann nicht Slash-Effekt machen. Ich kann keine Blöcke setzen. Also da müssen für die nächste Folge meine ich, auf jeden Fall noch ein paar Änderungen vorgenommen werden am Permission-System. Da kann ich ja den viel cooler fertig machen. Shit, man. Ich muss mir kurz das einfallen lassen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe mir jetzt ein paar Heiltränke geschnappt und jetzt unterstützen wir mal ihn im Fight. So, hier, mein Lieber, da kriegst du eine Heilung. Bitteschön. Komm, Digga, ich heile dich. Du musst kämpfen gegen ihn. Ich gebe dir auch noch Stärke. Kriegst du auch noch von mir. Hier, Stärke. 6 Minuten, Digga. Bekommst du alles von mir. Komm her. Ich muss aufpassen, dass ich dem Hacker jetzt den Effekt gebe. Jawohl, genau getroffen. Jetzt hast du Stärke, mein Lieber. Solltest du jedenfalls haben. Komm. Mensch, lauf doch nicht weg. Ich unterstütze. Okay, er weiß natürlich nicht, dass ich ihn unterstütze. Nein, kämpf gegen den Hacker, man. Komm, Digga. Kämpf. Na komm. Na komm. Er wird sogar zurückgebackt, Alter, weil er irgendeine Speed-Scheiße probiert. Du kannst ihn nicht töten, ich werde ihn so lange heilen. Ich habe eine Idee, was ich mache. Jetzt muss er auf jeden Fall in der Mitte sein. Ich heile ihn nochmal, gebe ihm nochmal Stärke, so. Jetzt muss er in der Mitte sein. Ich würde sagen, wir machen mal... Ich habe eine Idee! Oh mein Gott, ist das mies. Passt auf, Leute, ich TP mal den Hacker hier einfach in diese Spinnennetze rein. Tja, mein Lieber. Er schreibt Bann? Er schreibt einfach Bann? Ja gut, dann bann mich halt mal. GG auf jeden Fall. Da hat der Richtige gewonnen. Der Non-Hacker, jetzt müssen wir den natürlich noch bannen, meine Freunde. Ist ja ganz klar, ne? Stargamer 9. Der schreibt easy. Das hätte jetzt nicht sein müssen, mein Lieber. Ohne meine Hilfe wäre hier gar nichts easy gewesen. Okay, bei seiner Kill-Aura läuft auch. What the fuck? Hatte der eine Speed? Nee. Doch, der hat Speed. Wir hacken einfach 2 in der Runde. What the fuck, Alter? Okay, Leute, der eine fuckt ein bisschen zu sehr ab. Den muss ich instant bannen. Mein Lieber, hau rein. Schönen Tag noch. So, der erste Hacker ist weg. Hier gibt es aber tatsächlich noch einen zweiten Hacker, der ebenfalls in der Runde ist. Und zwar sollte das dieser hier sein, wenn ich mich nicht verschaut habe. Wir checken aber erst nochmal nach. Ich weiß noch nicht, Leute. Die Sache ist, ich weiß, dass er hackt, denn er hat die Hackmeldung aktiviert. Aber ich muss natürlich auch im Video trotzdem beweisen können, dass er hackt. Und es war jetzt nicht so... Ich meine, es ist schon irgendwie komisch, aber es war jetzt noch nicht so, dass ich sage, jetzt? Ja, okay, Leute, jetzt hat man es hundertprozentig gesehen. Der Kopf ist so schnell gedreht, das ist niemals in Ordnung, Leute. Und ich würde sagen, um diesen Ball kümmern wir uns jetzt. Da gehen wir erstmal hier in den Game Mode 1 und holen uns hier erstmal ein paar Vergiftungstränke. Die sind immer ganz gut. So, würde ich sagen, wer war? Okay, die Team jetzt gegen den Hacker. Ich meine, Team ist zwar eigentlich verboten, aber ich würde sagen, gegen den Hacker. What the fuck, wie der reinhackt, Digga. Hier kriegst du erstmal Vergiftung. Ich helfe euch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob die mich jetzt sehen gerade. Die müssten mich eigentlich schon sehen. Digga, wie der am reinhacken ist.
Die Sache ist, seine Kill-Aura funktioniert nicht mehr, weil ich übe. Als ob die jetzt zu viert gegen den Hacker-Team. Ist ja richtig nice. Fuck, jetzt muss ich den Typen gerade mal suchen. Wo ist denn der Hackerheimer? So bist du denn, ne? So, der kriegt auf jeden Fall Vergiftung. Der kriegt das und der kriegt das. Ich meine jetzt mal ehrlich. Wichser? Alles klar. Ich meine, checkt der das nicht, dass ich wohl ein Admin sein muss? Ich meine, ich fliege ihm im Game-Mode hinterher und er hackt trotzdem weiter. Wie behindert in der Birne kann man denn sein? Ich meine, okay, natürlich kann es auch ein Account von einer Accountliste sein, aber trotzdem ist das dämlich. Ich meine, was läuft bei dir falsch, Bro? Ich würde sagen, wir haben uns genug amüsiert mit dem Hacker-Sohn. Deswegen gibt es jetzt einen gediegenen Bann. Bam! Ich hätte euch jetzt wirklich zu gern noch einen Hacker in Lucky Wars gegeben, weil dort hätte ich auch Blöcke platzieren können, TNT, Fallen, alles wäre super gegangen. Leider hackt da irgendwie keiner, ich weiß auch nicht. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Wenn ihr mehr Folgen davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben, damit ich Bescheid weiß. Und liebe Grüße nochmal an Logo, der ja eine ähnliche Serie hat. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Tschüssi.